You are wasting your time. I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing. And I am very territorial. Ach du Scheiße. Affen. Affen! What the fuck? Rebecca, möchtest du aus diesem Raum verschwinden, zufälligerweise? Gut. It just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a mass of rubble. I can't. Hold on. Billy, dein Typ wird verlangt. Dass du nun auf dem Wege dort raus verschwinden würdest aus dem Kerkerloch, das war jetzt nicht unbedingt erwartet. Okay, so, jetzt mal ganz kurz überlegt, wo sind wir? Das ist jetzt Rebecca, oder? Wir sind hier. Ach, sie hängt eine Etage tiefer. Ach du Schande. So, wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn dahin? Ach du Gott. Na klasse. Lass mal kurz schauen. Keller 3, das ist ein bisschen weit vielleicht. Die Treppe scheint uns ja nicht direkt dahin zu bringen, oder? Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt zum Loch gehen sollen. Ich meine, er könnte vielleicht durchspringen, aber das bringt uns vielleicht auch nicht unbedingt weiter. Ich würde sagen, auf jeden Fall speichern wir erstmal mit Billy. Insofern er die Farbbänder hat. Hat er. Gut. Dann. Das Fenster ist mit einem soliden Eisengitter gesichert. Das können Sie auf keinen Fall entfernen. Das ist sehr schön. Interessiert uns gerade natürlich leider wenig. So, erstmal den Roman an der Schreibmaschine schreiben. So viel Zeit muss sein. Ach Gott, nein. Affen. Dann vielleicht doch nicht. Eine Affe hier, echt. Das finde ich uncool. So, ich probiere es erstmal hier mit dem Weg. Ich meine, es muss einen Grund haben, dass jetzt hier die Tür sich mit geöffnet hat. Vielleicht bringt uns das ja tatsächlich... Ha, 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 ha. Du Sackgesicht, weg mit deiner Rübe. Ein fester Schritt. Vielleicht bringt uns das ja tatsächlich was. Ich habe gerade sehr, sehr, sehr viel Muni gesehen. Oh, hier ist ja auch ein Affe, stimmt ja. Oh, shit. Lass uns mal ganz kurz den Granatwerfer ausprobieren. Das läuft gerade irgendwie nicht gut für uns. So, Fresse halten. Ja, ich kann ja gleich bei der Waffe bleiben. Ich habe ja für die Pistole eh keine Munition mehr. Unten erblicken Sie Rebecca. Sieht aus, als würde sie jeden Moment fallen. Retten Sie sie, bevor es zu spät ist. Okay, wir sind hier falsch und ich sterbe.
Ich komme nicht mehr raus. Klasse. Die Affen halten unfassbar viel aus und ich bin quasi tot. Also, im Prinzip habe ich keine Chance mehr jetzt noch. Lass mal kurz die Munition einsacken. Ich muss jetzt irgendwie an Munition kommen. Ach du Scheiße. Was ist passiert? Es war doch so schön gemütlich gewesen. So, na dann muss es wohl der Weg sein, der durch den Keller, also beziehungsweise durch die Haupthalle und dann in den Keller hinein führt. Vielleicht können wir unterwegs nochmal ein bisschen Munition, Quatsch, Munition noch nicht, weil ich gerade hier am Nachladen war, ein bisschen an Heilkräutern mit einsammeln. Wäre, glaube ich, ganz genehm für uns. Oh crap, was ist denn nur passiert? So, ich hoffe, hier sind keine Affen. Das wäre mies. Nein, zum Glück nicht. Die Affen sind aber auch ganz schön garstige Biester, muss ich mal so feststellen, ne? Ja, verwenden. So, jetzt legen wir nochmal kurz die Farbbänder ab, damit wir zumindest ein bisschen Platz haben. Und dann weiter. Und weiter! So eine aufregende Musik hier. Ach, na sieh mal an. Jetzt hat er sich's überlegt. Jetzt will er auch mitmachen. Oh je. Wann ist das alles so aus den Fugen geraten? Ja, es geht abwärts. Das habe ich mir fast gedacht. Es musste ja eigentlich der Weg sein. Ich meine, ohne Grund machen die den jetzt nicht frei. Soll ich ein grünes Kraut für Rebecca mitnehmen? Nicht jetzt! Ich darf nicht wechseln! Nein, nicht jetzt! So, dann sag mal eins ein hier. Wir können sie ja immer noch wieder wegschmeißen. So, schauen wir mal. Sind wir hier denn richtig? Sag mal bitte nicht, dass ich jetzt einen Stockwerk zu tief oder zu hoch bin oder so. Wir schauen mal auf die Karte. Nein, wir sind richtig. Und bitte lass hier keine Affen sein. So viel dazu. Es sind Affen da. Die muss ich dann mal ignorieren. 6 Seelen gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen Sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Dafür habe ich doch keine Zeit jetzt. Ich habe gerade keine Zeit für Seelen der Schwachen. Meine Fresse, sind hier viele Affen. Das wird Rückzug bestimmt sehr gemütlich. Rebecca, ich komme! Bin ich richtig? Achso, das ist falsch. Aber ist der Raum richtig? Nein, ist es nicht! Schande, ich bin falsch gelaufen. Kann ich sie nicht von unten auffangen vielleicht? Ich meine, sie fällt doch nur in den dritten Kellerbereich, oder? So, hier rechts muss jetzt irgendwie... Ach, hier geht's nochmal rein! Siehst du mal! Ich eile zur Rettung, Milady. Rebecca! Hang on. I'll pull you up. Puh, das war knapp. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca. Over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy,
I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. In the end, only four of us survived. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! No! Don't! Stop! So did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Na dann, also wir haben gehört, Billy hat History, aber die ist nicht sonderlich schön. Und ja, was Rebecca damit anfängt, das ist dann letztendlich ihre Sache. Und ein riesiges Loch liegt vor ihnen, da die Decke heruntergefallen ist. Okay, und wir sitzen in diesem Kellerloch fest, das ist natürlich jetzt ein Traum. Eine Holzkiste, da war wohl mal Schießpulver drin. So, wir schauen mal kurz, wie sieht es platztechnisch aus. Rebecca hat noch Kapazitäten für das Farbband. Ich würde sagen, an der Stelle wird es wohl mal Zeit zu speichern. Ja. Ich glaube, das tät mal Not. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir uns gegen die Affen hier wieder rausbewegen können. Da sind schon ziemlich viele gewesen.